Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. So, wir sind noch hier beim Stefan Müller, Biohofkontrolle fürs Bio-Siegel. Das müssen wir noch für fertig machen, der wollte uns gerade was zu trinken anbieten. Stefan Müller hier. Oh, sorry, Herr Stefan Müller. Janki, wollte ich den Herrn Lukas Müller? Ja, der steht neben mir. Okay. Ja, bitte. Hallo, Herr Blaue. Ja, hallo Herr Müller. Herr Müller, ich stehe am Wasserwerk. Ich bräuchte ein bisschen Wasser, meine Kühe liegen. Ja. Herr Volker, nehmen Sie sich einfach was. Gehen Sie einfach in die Küche. Ich hätte... Haben Sie im Kühlschrank denn so eine frische Schafsmilch? Ja, haben wir gerade. Ja, dann geben Sie mal her, weil, also, Qualitätskontrolle, wenn schon, denn schon. Ja, nehmen wir die... Hier. Ah, das ist Ihre Küche hier. Warte, Glas, bitte. Und hier? Ja, alles gut. Oh, duftet aber sehr gut. Ja, ich schenke mir da mal ein bisschen was. Lecker. Ja, sehe ich auch so. Obwohl ich eigentlich nicht so der Schafsmilchtrinker bin. Habe ich eigentlich ein Milchbad jetzt? Leichten. Leicht. Mist, ey. Ja, egal. Gut. Müller. Mhm? Du auch. Du musst schon abputzen. Hat er gedacht, nur ich hätte das. Der ist sehr lecker. Ja, finde ich auch. Muss man schon sagen. Gut, dann schauen wir uns noch Ihr Feld an. Fahren Sie vor, ich fahre mit dem Herrn... Das ist direkt nebenan, neben Hof. Da können wir auch laufen, mir ist das... Ja, müssen wir nicht extra hinfahren. Wo lang? Einfach hier hinterher. Ich bin gerne ein bisschen sportlicher unterwegs. Kann man schon nicht geblitzt werden, ja, wenn man läuft. Ich bin ja früher auch mal einen Marathon gelaufen. Boah, ey, das ist aber schon ein ganz schön großer Kasten. Also die Anwohner hier, da wird es nicht mehr so hell. Aber gerade, okay, gerade mit der Sonne passt. Ja, die haben ja Glück, das steht nördlich von den Häusern. Ja. Kirchdorf sind wir hier, interessant. Ja. Ah, da steht ja Ihr Schwader. Ja, ich habe meine Grasmäh-Sachen und mein Tieflockerer halt direkt hier. Man muss jetzt nicht jedes Mal frisch rausfahren. Und Sie säen jedes Mal neu an? Ja. Das ist doch unheimlich kostspielig. Ja, das müssen Sie ja gar nicht. Nee. Aber hier war vorher Weizen drauf oder Gerste oder... Nee, vorher hatte ich hier... Was hatte ich jetzt hier zuletzt drauf? Bei den Stoppeln, das ist ja Weizen. Schlecht. Ah ja, heute hatte ich doch recht. Können Sie nicht noch was dazu kaufen? In Feld oder so. Ich meine, Sie müssen halt dran denken, Sie kriegen im Moment ja immer noch 25% Subvention. Sollten Sie sich mal überlegen. Mhm. Wenn ich so in die Preisliste reinschaue, haben wir zum Beispiel Feld 12 mit, keine Ahnung, relativ klein. Einen halben Hektar vielleicht oder so. Mit 81.000, wenn ich jetzt grob mal überschlage, ziehen Sie da nochmal 20.000 ab. Müssen Sie nur 60.000 bezahlen. Das schwierige Thema mit Geld. Ja? Das ist halt das gerade zur Zeit das Problem. Ja, wieso? Das muss ja erstmal bei mir jetzt anlaufen. Hm. Ich bin auch mit wenig Geld hierher und habe auch gerade eine teure Investition und zwar 20.000. Jetzt habe ich nur noch 2.900 auf dem Konto zurzeit. Ah, okay. Dann nehme ich mir noch einen Kredit. Hm. Und dann könnte ich mal halt das Feld noch holen. Aber passen Sie sonst auf, nicht, dass Sie sich überschulden. Ich meine, würden Sie da jetzt auch nicht in irgendwas drängen? Nee, wenn was zu zahlen ist, dann zahle ich es auch zurück. Ja, klar, das ist selbstverständlich. Ja, das ist selbstverständlich. Also ich könnte Ihnen noch eine Arbeit anbieten. Okay. Welche? Mein Feld müsste noch getiefenlockert werden. Welches wären denn das? Die 109
Wobei ich da natürlich auch mithelfe. Okay. Also ich würde da natürlich mithelfen und auch mitfahren. Vielleicht der Herr Diesel auch noch, je nachdem, wenn der Zeit hat. Mit dem habe ich eine Art. Soll ich dann mit meinem Tiefenlocker immer drüber kommen? Oder? Das wäre ganz geschickt. Ja, dein Fan schafft das, ja. Ja. Dann sind wir nämlich zu dritt, dann geht es relativ schnell. Was würde denn dabei rausspringen, so in etwa? 5.000 auf jeden Fall. 5.000 könnte ich Ihnen zahlen. Ja. Wäre nicht drängen, meine Herren, aber ich glaube, wir wären fertig, oder? Ja, wir wären fertig. Wir werden uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen und nochmal mit dem Herrn Neumann auch besprechen. Und dann wird man Ihnen nächste Woche Rückmeldung geben. Ja. Möchten Sie vielleicht noch ein Sixpack davon mitnehmen, von der Schafsmilch? Nee, danke. Also da müssen wir aufpassen, sonst zählt das als Bestechung, wissen Sie. Ja. Ich will ja nicht bestechen, bloß weil es Ihnen da geschmeckt hat. Ja, nee, das muss ich dann schon irgendwie offiziell beim Milchwerk oder so kaufen. Damit es jetzt nicht so einen faden Beigeschmack kriegt, wissen Sie. Ja. Oder halt, jetzt wäre halt so der unpassendste Moment. Okay, dann kommen Sie runter zu mir aufs Feld, können schon mal anfangen und ich komme dann auch dazu. Jo. Super, vielen Dank. Jo. Lukas? Na? Bleib nochmal kurz stehen, ich brauche dich nochmal kurz. Moment, Müller? Ja? Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ja, wir können übers Wasserwerk und dann bringe ich dich runter. Ja. Oder ich kann dich auch direkt mitnehmen. Ja, das finde ich besser, weil guck mal auf die Uhr. Ja, gut. Zeit ist Geld, ja. Steht da. Ja, das stimmt. Was ist denn? Mein Frontlader bräuchte mit dem mit dem Palettengabel eine kleine Wartung. Diesel. Jo, Diesel, wie geht's? Ja, gut, und dir? Auch. Ich wollte mal wissen, die Tiefenlocker, wo sind denn die? Die sind auch bei mir auf dem Hof, der Krüger kommt gleich rum, die reparieren. Der Krüger? Ja, der Jürgen ist noch nicht da, der ist noch am Schlafen. Nee, der kommt die Woche auch nicht mehr, habe ich gelesen. Oha. Der hat mir eine Nachricht geschickt. Ah, okay, gut, passt, weil ich müsste dann natürlich meine Felder auch schon wieder arbeiten. Bräuchtest du vielleicht gleich Stroh für deine Palettenproduktion? Nee, habe ich eigentlich noch zur Genüge, glaube ich. Moment, ich schau mal. Bis einfach noch. Tschüss. Nee, habe ich noch voll 250.000. Ach so. Okay. Jo. Wenn der Krüger da ist, bring ich sie dir sofort zum Feld. Ja, weißt du, wie lange der noch braucht? Nö, der hat auf jeden Fall noch einen Auftrag, sagte der, und danach würde er sofort kommen. Okay. Ja, weil ich muss dann auch meine Felder dingsen hier. Ja, oder ich bringe sie dir mal eben rum. Ja, aber bringt ja nichts, wenn die kaputt sind. Ja, oder was? Oder wie viel Prozent haben sie denn? Weißt du das so? Das hat er mir noch nicht gesagt. Okay. Stehen die beim Händler? Ne, die stehen bei mir auf dem Hof. Ah. Wenn du drauf kommst, nehmen den Silos. Okay. Ja, passt erstmal. Okay. Gut. Bis dann. Jo. Tschüss. So, musste gerade nochmal telefonieren. Ja, alles gut. Der Blitzer hier direkt an der Einfahrt, der ist gemein. Ja, aber da bist du ja sowieso noch langsam, oder nicht? Ja, aber manche Tage, wenn man eilig ist, ja, man das ist klar. Ist frei, dann donnert man auch schon mal raus. Jo. Und dann? Ja, passt schon. Fahr ran, ich koppel an. Ich glaube, du bist falsch rum dran. Nee, richtig. Nee, falsch. Die Schare ist in die andere Richtung. Oh. Mensch, das sieht man an dem leicht bescheiden. Langsam. Oh. Moment, ich komme rum. Gut. Dann, Tage.
Warte mal, wie geht's sonst so da unten bei dir? Oh ja, ein Haufen zu tun, ey. Muss gerade mal gucken. Was haben wir denn auf meinem Feld drauf? Das ist Soja. Sojabohnen. Ja, wobei es ganz gut läuft gerade. Ich habe einen guten Ertrag an Mohn gehabt. Ne, an Raps. Waren über 30.000 Liter. Ja, der Preis ist ja Katastrophe, ey. Soja ist wenigstens bei 900. Ja, also so generell läuft es ganz gut. Jo. Aber ja, ist halt ein Haufen zu tun mit den Produktionen. Wie viele Produktionen hast du? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5? Ja. Ja, stattlich unterwegs. Ja, ja, eben, deshalb sage ich ja. Das dauert dann alles ein bisschen länger. Aber jetzt habe ich ja den Schneider, den Franz, der ist ja wieder zurück. Der hilft mir da ein bisschen in den Produktionen aus. Ist zumindest mal etwas. Der war ja auch vorher mal kurz bei mir. Hat nämlich mich unbedingt gesucht, weil er bei mir mit auf dem Hof wollte. Wollte mit der Hand anlegen und mit anfangen mit arbeiten. Ich sagen, könntest du mal bitte gucken, was die Schafe brauchen, und könntest du dir dann, wenn so was fehlt, was mal nachkippen oder mal neu einstreuen. Hat er gesagt, ja, mache ich, und auf einmal war er weg. Oh, ist aber schlecht. Hoffen mal, dass es bei mir nicht genauso ist. Ja, hoffen noch mal. Aber kannst du durchfahren. Immer geradeaus. Ich bin hinten noch nie so richtig lang gefahren, aber ich wollte jetzt mal die Pilze umfahren. Ja, der da vorne ist ein 100er, der da kommt. Okay. Denkst du auch dran, dass demnächst Gemeinderatswahl ist, gell? Nächste Woche? Ja. Ich muss mal gerade mit dem Neumann nochmal telefonieren, nicht, dass er das vergisst. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, du, was mir gerade einfällt. Ich glaube, nächste Woche sind wieder Gemeinderatswahlen, oder? War das nicht bei 200? Ja, das nächste Woche. Das ist die nächste Woche schon. Ja, das ist nächste Woche. Mann, geht die Zeit schnell um. Ja, total. Könntest du mal den anderen Bescheid sagen, dass die das alle auf dem Schirm haben? Nachher ja. Können wir auch nochmal einen kurzen Zeitungsartikel verfassen. Aber nur, dass die dann alle Bescheid wissen. Ja, wo du schon anrufst. Ja. Ich bekomme noch von dir 4.200. Fürs Wasser? Für den Dünger von letzter Woche. 4.2? Hast du mir deine Rechnung geschickt? Nee, noch nicht. Ist unterwegs. Moment. Nee, fahr da geradeaus weiter. Bisschen schneller. Okay. Weiter Telefon. Aha. 4.2. Ja. Rechnung kommt dann wahrscheinlich wieder nächste Woche. Hab ich soeben angewiesen. Jo, danke. Wasser? Schon verteilt? Ja, ist schon in beide rein. Okay. Oder nur in eins? Beide. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob es in beide gemacht wurde. Okay, und dann, wie viel Raps kam denn noch aus? Also Drescher. 7.000 irgendwas, glaube ich. Okay, ja, das ist gut. Und vom Soja, wie schaut's da aus, der Ertrag? Sagen wir mal so zweimal rum ums Feld und dann ist er voll. Oh, das ist gut. Okay. Ja. Gut, RaceX muss auf jeden Fall
Ja, der hat mir aber eine SMS geschrieben, der kommt die Woche nicht mehr. Okay. Ja, der muss unbedingt das Teil mal reparieren. Ja. Der blinkt schon. Okay, und Kredit. Muss ich da eigentlich mal wieder was zurückzahlen? Ja, genau. Ich war ja im Urlaub, dadurch wurden es ja 3 Wochen anstatt 2. Oh nee. Machst du mich bei? Nein, ich mach nicht mehr. Du hattest nur 3 Wochen, also eine Woche mehr Zeit. Ja, sag mir mal, was so normal wäre, was ich zahlen müsste. Also 6.000. Pro Woche? Ja, erstmal. Ja, was heißt nie erstmal? Komme ich ja nie runter vom Kredit. Ja, erstmal deinen alten noch abbezahlen, ne? Und danach kommt dein höherer Kredit. Was habe ich denn insgesamt? 590, oder? 595, ohne Zinsen. Ohne Zinsen und mit Zinsen? $63.000 mehr. Oh Gott. Okay. Gut, ich guck mal. Kannst du mir einen guten Sojapreis anbieten? Oh, jetzt fehlt der Preis. Ich brauche tatsächlich keinen Soja. Ah, schade. Okay. Gut, dann danke erstmal. Jo. Tschö. Tschüss. Ende der Woche sprech mich nochmal an am Sonntag, dass ich was zurückbezahle. Nicht, dass ich das vergesse. Achso, ja. Gut, danke. Tschö. Tschüss. So, alles geklärt. So, warte. Du kannst gleich zum Feld. 109. Jo. Ich komme dann auch gleich. Ja. So, dann holen wir halt den kaputten. Den kaputten, den am wenigsten kaputten Tiefenlocker. Dass wir hier ordentlich loslegen können. Aber jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Haut rein, macht's gut. Tschüss.